Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Stream. Es geht ungefähr in 5 Minuten los, nur dass du Bescheid wisst, dann kommt auch mein Bild mit dazu. Ich muss hier noch ganz kurz was erledigen, also lauscht der Musik, genießt es und dann bin ich gleich voll bei euch. Vielleicht die schon da sind, können ja mal so nett sein und im Klassenchat wieder Bescheid sagen, dass es losgeht. Das wäre ganz lieb von euch. Guten Morgen, guten Morgen. Wie gesagt, geht gleich los. Ist die Musik nicht zu laut? Passt das für euch? Geht das? Kann man damit leben? So, da bin ich auch. Hallöchen, guten Morgen. Ja, wie ihr merkt, heute auch noch ein bisschen mit Hintergrundmusik. Ich arbeite dran. Aber wie gesagt, ich brauche noch ungefähr 3 bis 4 Minuten, bis es hier losgeht. Von daher, wie gesagt, seid bitte so lieb und schreibt in den Klassenchat einmal, dass es losgeht. Dass wir in ungefähr 5 Minuten starten, dass auch die Leute jetzt kommen, die noch nicht da sind. Ich lasse auch meine Kamera schon an, das ist kein Problem. Ich muss hier nur nebenbei noch was am Handy zu Ende machen für die Schule. Hallo, guten Morgen, guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Vielleicht an diejenigen, die schon da sind, seid ihr mit den Aufgaben sonst soweit zurechtgekommen, bis auf Aufgabe 6, was wir jetzt erstmal gemeinsam besprechen wollen. Apropos, gut, dass ich das mir selber gerade sage. Mal das Mathebuch rausholen. Wäre hilfreich. Ich wollte ja mit euch heute Schnittpunkte machen, aber es wäre natürlich auch ganz gut, wenn wir nochmal die andere Aufgabe uns angucken, die ich euch ja da so mutig aufgegeben hatte. Dass wir die noch einmal gemeinsam durchgehen. So, nicht so schüchtern, schreibt ruhig mal, ob es gut lief oder nicht. Ihr könnt auch Daumen hoch, Daumen runter machen, ist mir völlig egal. So wie es passt. Ja, Seite 110 Nummer 6, die machen wir jetzt gleich gemeinsam. Wie gesagt, ich warte noch so ungefähr 1 Minute, 2 Minuten, bis alle da sind und dann geht es los. Allerdings fehlen mir noch ein paar, ihr seid 29, wir sind momentan 19. Das heißt, hier sind definitiv noch nicht alle da. Und wenn das so bleibt, dann habe ich heute auch noch eine Anwesenheitsüberlegung. Das heißt, dass ich auch überprüfe, wer dann alles da ist.
Also seid bitte nochmal so lieb. Von mir aus auch mehrfach schreibt in den Klassenchat, dass es losgeht, damit auch jeder Bescheid weiß. Eigentlich ist jetzt 11.40 Uhr, eigentlich wäre jetzt nämlich Unterrichtsbeginn. Und das hat in der ersten Woche so gut geklappt. Vor allem die, die da sind, bei denen klappt es ja auch immer noch. Von daher, ich würde mich natürlich freuen, wenn der das dann auch noch kommt. Ja, dass das dann auch klappt. Guten Morgen auch an die, die jetzt noch dazugekommen sind. Wie gesagt, eine Minute warte ich noch und ansonsten legen wir los. Guten Morgen, guten Morgen. So, jetzt trudeln hier auch noch ein paar ein, das ist gut. Ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall schon mal eure Mathe-Sachen parat. Wie gesagt, für diejenigen, die jetzt Aufgabe 6 schon abgegeben haben, die vergleichen bitte mit. Ich mache das jetzt tatsächlich eher so, dass ich die Aufgabe mit euch einmal exemplarisch vorrechne. Und zwar in einer der Funktionen und danach machen wir das Ganze. Ja, ich habe einen Greenscreen hinter mir, Tatsache. Damit das Ganze etwas professioneller aussieht. Man muss ja hier ein bisschen flexen beim Homeschooling. So, und dann machen wir das nämlich so, dass wir für die Aufgabe Nummer 110, Nummer 6, dann machen wir die Aufgabe A nochmal gemeinsam und dann schauen wir mal, dass wir vielleicht nochmal B und C als Zusatz extra freiwilligen Aufgabe mit einbauen. So, es ist 11.41 Uhr, wir sind 23, wir schauen mal, was noch passiert. Aber ich lege erstmal mit euch los. Ihr macht bitte mit und stellt Fragen, wenn es irgendwelche Fragen gibt. Und währenddessen machen wir auch mal den Hintergrund, die Hintergrundmusik aus, so, damit das nicht ganz so stört. Und zwar Wiederholung, Seite 110, Nummer 6a. Und zwar war die Funktionsgleichung, die gegeben ist, ihr könnt das ja auch mitverfolgen, x² plus 2x minus 8. Und jetzt war die erste Aufgabe, 0 stellen. So, wer sich vielleicht noch an den Stream... Achso, ja, danke für den Hinweis. Ja, ich hätte jetzt gerade gemerkt, wenn ich hochgeguckt hätte. Danke, Alex. Und zwar, wenn ich jetzt die Nullstellen bestimme. Nullstellen, das hatte ich euch ja als Hinweis gesagt, das war immer dieses ist gleich 0. Das heißt, was ihr jetzt macht, ist, ihr nehmt eure Funktionsgleichung x² plus 2x minus 8 und ihr setzt die ganze Gleichung gleich 0. Das heißt, ihr macht nichts weiter als das, ja? Ihr baut das einfach so um. Und jetzt müsst ihr wieder gucken, welchen der drei Fälle ihr habt. Also den Fall 1, den Fall 2 oder den Fall 3. In dem Fall seht ihr, ihr habt sowohl ein P als auch ein Q. Also, vielleicht als kleiner Zwischenschritt nochmal, wir wissen jetzt hier, unser P ist 2, unser Q ist minus 8 und dementsprechend bietet sich hier natürlich nur die PQ-Formel an. Das heißt, wir machen die PQ-Formel, zack. Und zwar haben wir x, 1, 2 sind gleich minus 2 halbe, das ist schon mal eine schöne Zahl, plus minus 2 halbe zum Quadrat plus 8. So, und wenn ihr das Ganze jetzt ausrechnet, dann geht das relativ simpel, weil 2 halbe ja auch gut umzuformen sind. Und dann haben wir hier im Endeffekt schon minus 1 plus minus 3, denn die Wurzel aus 9 ist 3 und dementsprechend ist eure Lösungsmenge, ich mache das Ganze jetzt etwas flotter, weil ich euch das ja hauptsächlich nochmal zeigen wollte, minus 4 und dann haben wir einmal die 2 als Lösungsmenge. So, und diese beiden Zahlen, die jetzt hier rausgekommen sind, die minus 4 und die 2, das sind eure Nullstellen. Das heißt also, es liegen Nullstellen bei x1 gleich minus 4 und x2 gleich 2. Das wäre die erste Aufgabe von Aufgabe Nummer 6. Und ich hoffe, dass das für euch verständlich ist, was ich da gemacht habe. Also, das Wichtige nochmal als kurze Wiederholung. Erstens gleich 0 setzen, dann gucken, welchen der Fälle ihr habt. In dem Fall mussten wir hier die PQ-Formel nehmen, weil sowohl ein P als auch ein Q da ist. Dann löst ihr das Ganze und guckt dann, welche zwei Zahlen rauskommen. Wenn zwei Zahlen rauskommen, kann ja auch eine oder 0 rauskommen. Und dann schreibt ihr das Ganze einmal auf. Das wäre Aufgabe 1. Wir machen das so, ich mache erstmal einfach weiter. Wenn ihr jetzt merkt, da ist irgendwas unklar oder so, dann schreibt ihr das bitte in den Chat. Dann gehe ich nochmal rückwärts nach oben. Aber es geht jetzt ja nochmal im Endeffekt um eine Wiederholung
des Ganzen, wie das funktioniert. So, jetzt geht es darum, bei Aufgabe 2, ihr sollt den Scheitelpunkt finden und ihr sollt herausfinden, ob der Scheitelpunkt der höchste oder der tiefste Punkt ist. Scheitelpunkt heißt im Endeffekt, was sollen wir machen? Ich schreibe das mal ganz kurz auf. Was ist unser Ziel? Wir wollen von der Normalform zur Scheitelpunktform rüberwandern. Ja, das ist hier unser Ziel. Ihr stellt das daher fest, das Minus steht immer in der Wurzel drin. Und wenn euer Q hier oben, ja, wenn euer Q, warte mal, ich hoffe, ihr seht meine Maus auch im Stream, wenn euer Q minus 8 ist, wie ihr es hier seht, da ist ein Minus mit dabei, hoppala, dann muss hier hinten ein Plus stehen und wenn das Q positiv ist, dann muss hier hinten ein Minus stehen. Weil die PQ-Formel an sich hat immer einen Minus drin und erst wenn das Q auch negativ wird, wendet sich das Ganze ins Plus über. Ja, das ist immer das, worauf man aufpassen muss. Das ist wirklich ein wichtiger Schritt insgesamt. Gut. So, vielleicht nochmal ganz kurz einen Hinweis. Die Scheitelpunktform, die hatte ja folgende Form. A mal x minus d zum Quadrat plus e. Das heißt, was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen die quadratische Ergänzung durchführen. Unsere Funktion lautete ja x Quadrat plus 2x minus 8. So, und wir wollen das Ganze jetzt in die Scheitelpunktform umformen. So, was machen wir also? Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern. Wir schreiben den ersten Teil noch hin, lassen jetzt ein bisschen Platz und wir machen jetzt, ich mache das extra in einer anderen Farbe, damit man das besser sieht, die quadratische Ergänzung. Wir gucken also, welche Zahl vor dem x hier steht, also in dem Fall hier, ja, vor dem x steht die 2 und diese Zahl, die müsst ihr jetzt hier wieder nehmen und durch 2 teilen. Das heißt, was hier hinkommt, ist plus 1 zum Quadrat minus 1 zum Quadrat. Ja, als Hinweis nochmal vielleicht, das hier war die quadratische Ergänzung. Das hatten wir vor den Ferien noch gemacht. Ich hoffe, ihr erinnert euch jetzt gerade wieder ein bisschen drüber. Ziel davon war es natürlich herauszufinden, wie die binomische Formel vorne aussehen muss in dem Fall. Ja? Das ist auf jeden Fall hier erstmal das Ziel. So, das war das Erste. Und was wir jetzt machen ist, jetzt ich schreibe das Ganze nochmal in schwarz auf, dass ihr das jetzt auch habt. Das heißt, den Schritt dürftet ihr zu Hause auch weglassen. Und ich kann ja vielleicht schon mal ausrechnen, das ist ja plus 1 minus 1. So, und jetzt nehmt ihr wieder die vorderen drei Terme, so, und ihr fasst sie zusammen zu der binomischen Formel x plus 1 zum Quadrat. Das kennt ihr hoffentlich noch. Und hinten bleibt jetzt noch minus 9 übrig. Und damit habt ihr die Scheitelpunktform. Manchmal steht vor der Klammer noch was, ne? Also je nachdem, was hier oben steht. Manchmal musste man auch erst ausklammern und danach wieder zurückklammern. Das ist dann bei Aufgabe B und C natürlich noch der Fall. Aber für unseren Fall hier bei Aufgabe A reicht es. Und ihr wisst ja nochmal, vielleicht hier oben als Info, der Scheitelpunkt setzt sich zusammen aus D und E. Das heißt, in unserem Fall ist jetzt hier unser Scheitelpunkt einmal die minus 1. Und dann hinten die minus 9. Warum ist hier eine minus 1? Naja, in unserer Scheitelpunktform hier oben könnt ihr sehen, dass ja hier ein Minus steht. So, jetzt ist aber hier unten in unserer Lösung auf einmal ein Plus. Und wenn da eine Plus steht, dann muss natürlich die Zahl, die dann in der Scheitelpunktform bei dem Scheitelpunkt steht, dann auch wieder ein Minus sein. Ne? Weil das Minus dreht das Minus in ein Plus dann um. Das ist erstmal das Wichtige, was man hier bedenken muss. Das heißt, unser Scheitelpunkt liegt bei minus 1 und minus 9. Und dann war noch die Frage in der Aufgabe, ob der Scheitelpunkt ein Hochpunkt oder ein Tiefpunkt ist. So, ihr wisst vielleicht noch, wenn, ich probiere es nochmal farbig zu machen, vor der Funktion nichts steht, also auch kein Minus, dann ist die Funktion immer nach oben geöffnet und dementsprechend ist unser Scheitelpunkt hier links ein Tiefpunkt. Ja? So, also das hier ist ein Tiefpunkt, da kein Minus vor dem x-Quadrat steht. Das könnt ihr euch eigentlich sehr leicht merken. Sobald da ein Minus steht, ist es ein Hochpunkt. Wenn da kein Minus steht, dann ist das dementsprechend ein Tiefpunkt, so wie wir ihn auch hier links als Fall haben. Ja, das ist erstmal das, was ihr euch merken müsst. So. Das wäre der zweite Teil. Der zweite Teil war, ihr solltet ihn in Form nehmen, in die Scheitelpunktform umformen und dann gucken, wo der Scheitelpunkt liegt.
Ich hoffe, auch das ist jetzt wieder in eurem Gedächtnis ein bisschen zurückgekommen. Das ging ja vor allem dann oben um die quadratische Ergänzung, dass ihr die habt und dass das Ganze soweit passt. So, auch hier wieder, wenn noch irgendeine Frage kommt, schreibt sie in den Chat. Wenn das jetzt euch alles zu schnell geht und ihr morgen nochmal Hilfe braucht, kommt in den Big Blue Button Server morgen, dann kriegen wir das Ganze auch hin. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Das ist jetzt ja hier nur nochmal eine quasi schnelle Erklärung. So, und jetzt kommt nämlich die dritte Aufgabe. Ihr habt hoffentlich das Buch vor euch. Wir machen zu der Aufgabe 6 dann kein Beispiel mehr, Nele, weil ihr sollt ja die anderen beiden dann auch selbstständig lösen. Wir machen dann das neue Thema noch weiter. Aber das soll euch ja hier als Beispiel dienen und dann könnt ihr euch daran orientieren für Aufgabe B und C. So, und ihr habt ja auch noch eure Aufzeichnungen zur quadratischen Ergänzung, dann müsst ihr sonst nochmal in euren Hefter bitte hineinschauen. So, bei der dritten Aufgabe ging es darum, welcher Punkt Q1 der betreffenden Parabel liegt auf der Y-Achse und welcher Parabelpunkt Q2 hat die gleiche Y-Koordinate wie Q1. Wir fangen mal vielleicht an mit Q1, denn was das Ganze übersetzt heißt, wir wollen den Y-Achsenabschnitt herausfinden. Ja, und das geht relativ fix, denn vielleicht nochmal, ich schreibe es nochmal als Hinweis, wir haben ja x² plus 2x minus 8. Und ihr wisst hoffentlich noch, dass immer die Zahl ohne x hier hinten, das hier war euer y-Achsenabschnitt. Ja, das geht nicht mit der Scheitelpunktform, das geht aber sehr wohl mit der Normalform. Also wir vielleicht nochmal als Hinweis Normalform verwenden. Ja, das ist ganz wichtig. Gut, das haben wir soweit. Und jetzt können wir natürlich sagen, okay, wenn der y-Achsenabschnitt bei minus 8 liegt, dann ist also Q1 nichts weiter als 0 und minus 8. Denn die y-Achse liegt ja genau da, wo x gleich 0 ist. Ne? Und links ist dann der Wert bei minus 8. Das wäre erstmal zu Q1 die Lösung. Ist also gar nicht weiter kompliziert. Ihr müsst euch nur wieder die Normalform nehmen. Gucken, was steht hinten. In dem Fall steht hinten minus 8. Und das ist dann euer Punkt mit der y-Achse. Ja? Also nichts Dramatisches. Und jetzt ist ja die zweite Frage, an welchem zweiten Punkt wird auch nochmal dieser y-Wert angenommen? Denn ihr habt ja gelernt, dass Parabeln bis auf den tiefsten Punkt immer zweimal den gleichen y-Wert haben. Nämlich hier und hier, hier und hier und so weiter. So, das heißt, die Frage ist jetzt, Q2 ist jetzt, wann ist f von x gleich minus 8? Das wollen wir herausfinden. Ja, das ist hier unser Ziel. Und das kann man eigentlich auch super leicht machen, aber ich gebe zu, Aufgabe 3 und 4, da muss man ein bisschen kombinieren, ist nicht mehr ganz so einfach zu sehen, aber einfach zu rechnen. Ja, und ich verrate euch jetzt, wie das geht. Also wir wollen wissen, wann ist das Ganze gleich minus 8? Naja, was machen wir? Also erstmal, Maria, Lösung ist absolut richtig. Es gibt auch zwei Möglichkeiten, das Ganze jetzt herauszufinden. Ich will euch erstmal die Rechnung zeigen und dann erkläre ich euch noch, wie ihr das Ganze auch noch erkennen könnt. Ja? Also was macht ihr? Ihr sagt, okay, wir wollen also unser f von x, was wir jetzt noch nicht kennen, sagen, ist also x² plus 2x minus 8 und das Ganze soll jetzt gleich minus 8 sein. Und damit man sagt, es soll jetzt so sein, habt ihr euch ja vielleicht schon mal daran erinnert, kommt hier manchmal so ein Ausrufezeichen mit rüber. Ja? Also, wir wollen überprüfen, wann wird unsere Funktionsgleichung x² plus 2x minus 8 gleich minus 8. Das ist das Ziel. So, und was wir jetzt natürlich im ersten Schritt machen, ist, wir rechnen einmal wir rechnen plus 8, denn wir wollen ja die Gleichung so umstellen, dass rechts immer wieder ist gleich 0 steht. Das ist immer das Ziel, wenn wir so eine Gleichung jetzt haben. Ja, das heißt, was machen wir also? Wir haben dann da stehen x² plus 2x minus 8 plus 8 fällt weg, minus 8 plus 8 fällt weg. Das heißt, übrig bleibt x² plus 2x ist gleich 0. So, das ist der erste Schritt. Wir haben also die Gleichung wieder umgestellt und das Wichtige hier ist, dass wir wieder jetzt hier ist gleich 0 haben. Das ist immer unser Ziel. Das wollen wir immer als erstes machen. Okay? Das sollte euch hoffentlich geläufig sein. So.
Was machen wir jetzt als nächstes? Naja, in dem Fall ist das der Fall, oh Gott, wie hieß denn jetzt der Fall? Das müsste, glaube ich, der Fall 1 gewesen sein, dass das Q gleich 0 ist. Jetzt gucke ich kurz nach, damit ich nichts Falsches sage, was die im Buch genommen hatten. Wo ist die Seite? Das war der zweite Fall. Der zweite Fall ist das hier. Das heißt, was machen wir? Wir klammern aus. Das heißt, wir sagen x mal und dann x plus 2 ist gleich 0. Hinweis auch hier, wie gesagt, geht wieder die PQ-Formel. Ja? Das ist nichts Dramatisches, wenn ihr hier die PQ-Formel verwendet. Gut, und dann wissen wir ja wieder, okay, dann ist also entweder x1 gleich 0 oder x plus 2 gleich 0. Und wenn wir das haben, dann stellen wir das Ganze natürlich fix um. Und dann wissen wir unsere Lösungsmenge, das ist eben genau 0 und minus 2. Und damit habt ihr auch jetzt die Lösung, die Maria schon verraten hat, nämlich die zweite Stelle ist dann Q2, die liegt bei minus 2 und minus 8. Ja? Also mit Hilfe von der PQ-Formel haben wir das Ganze herausgefunden, indem wir unsere Funktionsgleichung hier, indem wir diese Funktionsgleichung genommen haben und gleich der minus 8 hier gesetzt haben. Das ist das, was man hier machen musste. So, es gibt aber auch noch einen zweiten Trick, den man hier anwenden kann. Wenn man sich noch ein bisschen daran erinnert, wie Parabeln aussehen und was man hier eventuell ablesen kann. Denn ihr wisst ja, der Scheitelpunkt unserer Funktion, der lag bei minus 1 und minus 9. Das heißt, da ist der tiefste Punkt. Minus 1 und minus 9. Und jetzt habt ihr vielleicht noch in Erinnerung, Normalparabel 1 nach rechts, 1 nach oben, 1 nach links, 1 nach oben. Naja, und wenn es dann zu 0, 1 nach oben geht, dann muss es nach links auch 1 nach oben gehen. Und dementsprechend wäre dann das der Wert, den man hier gut wählen könnte. Ist also auch eine Möglichkeit, ja. So. Ansonsten könnt ihr natürlich auch den Abstand spiegeln. Das heißt, ihr wisst, der Abstand von eurem tiefsten Punkt, minus 1, bis zu 0 ist 1. Das heißt, es muss auch in die andere Richtung einen Abstand von 1 geben. Aber ich denke, das hier ist die sicherste Methode, weil da kann nicht viel schief gehen insgesamt. So, also nochmal, um das zusammenzufassen. Der erste Punkt, den wir hier bei der Aufgabe hatten, das ist euer y-Achsenabschnitt. Und der zweite Punkt, das ist dann der Punkt, der genau auf der gleichen Höhe ist. Und damit wir das herausfinden, nehmen wir unsere Funktionsgleichung hier und setzen sie gleich minus 8. Ja, das ist unser Ziel hier gewesen. So, auch da, wenn es Fragen gibt, haut sie einfach in den Chat oder kommt morgen vorbei. Ich mache jetzt noch die vierte Aufgabe. Die funktioniert genauso wie der dritte. Das heißt, da könnt ihr nochmal gucken. Und dann machen wir auch weiter. Notenschluss so gesehen ist, das heißt, alles, was jetzt gemacht wird, geht ins zweite Halbjahr ein. Zumindest bei mir. Also ich habe jetzt meine Noten fertig für euch, die sind auch schon eingetragen. Und jetzt geht alles dann quasi in das zweite Semester mit über. Ja. Falls ihr das wissen wolltet. So, und zwar bei der Aufgabe jetzt wurde gefragt, wann ist y gleich 4? Ja, das ist das, was wir herauskommen. Alex, du musst sehr wohl Kunst machen, weil das in das zweite Halbjahr mit eingeht. Außer ihr habt nur ein erstes Halbjahr Kunst, dann kann es aber sein, dass die Note noch nachträglich geändert werden können, weil die Zeugnisse werden erst nächste Woche gedrückt. Also ich würde mich nicht darauf verlassen, so zu denken, weil Frau Manke kann die Note durchaus noch gerne anpassen. Ja? Also das geht schon. Nur als Hinweis von meiner Seite aus. Ja? Also da würde ich aufpassen. Gut, auch wenn ihr keine Kunst habt, wie gesagt, seid vorsichtig, weil die Note kann auch noch nachträglich geändert werden. Und gerade so ein Verhalten dafür, dass man sagt, okay, da muss ich das ja nicht mehr machen, bewegt uns manchmal dazu, die Note nochmal anzupassen. Also Alex, pass auf, sei vorsichtig. Ja? Gut, also wann ist y gleich 4? Naja, wir machen wieder genau das Gleiche. Wir überlegen wieder, wann ist also unser x² plus 2x minus 8 gleich 4. So, und da setzen wir uns wieder mal so ein kleines Ausrufezeichen drüber, dass wir das Ganze jetzt überprüfen wollen. Na gut, was wir also machen, ist, wir probieren erstmal wieder die 4 wegzubekommen, damit da eine 0 stehen. So, minus 4. Und dann steht hier in der nächsten Zeile x² plus 2x minus 12 ist gleich 0. Okay, haben wir gemacht, kein Problem. Und jetzt
gucken wir uns das Ganze wieder an, stellen fest, es gibt ein P und einen Q, also dritter Fall. Unser P ist immer noch gleich 2 und unser Q ist minus 12. Heißt also, unsere PQ-Formel x1, 2 ist gleich minus 2 halbe, das ist geblieben, plus minus 2 halbe zum Quadrat plus 12. Okay, dann haben wir also minus 1 plus minus die Wurzel aus 1 plus 12. Das sind minus 1 plus minus die Wurzel aus 13. Und jetzt kommt natürlich wieder das nicht ganz so schön. Das heißt, x1 ist gleich minus 1 minus die Wurzel aus 13 und x2 ist gleich minus 1 plus die Wurzel aus 13. Und das dürft ihr mir jetzt gerne mal ausrechnen, was dann hier ungefähr herauskommen. So, und ich würde euch bitten, den Chat jetzt nicht zu missbrauchen für so einen Blödsinn, sonst bin ich nämlich gemein und melde einfach Frau Manke, dass du vorhast, das nicht zu machen. Ja, also, wie gesagt, nehmt euch bitte und seid lieber so lieb und rechnet einmal ganz kurz aus, was minus 1 minus Wurzel 13 und minus 1 plus Wurzel 13 hier sind. Ich warte ganz kurz und während ihr das einmal ausrechnet, gibt es ein bisschen Musik. Moment, so. Nee, sorry, nicht nur die Wurzel, sondern das Gesamtergebnis einmal insgesamt. Sorry, Alex, da habe ich mich ungünstig ausgedrückt. Genau, die ersten Werte kommen hier schon rein, das sieht ganz gut aus. Wir haben also bei der oberen minus 4,6, ich mache jetzt mal auf eine Stelle und 2,6. Noah, ich glaube, du hast dann falsch gerundet insgesamt. Ansonsten sieht das aber sehr gut aus insgesamt. Das heißt, wir können das Ganze auch reintragen. 2,6. Und damit habt ihr dann Tatsache auch hier, hoppala, jetzt ist wieder hier das Ganze verrutscht, die Lösung. Ja, so, vielleicht an dieser Stelle nochmal, sehr gut, Jakob, Daniel, wunderbar, dass das Ganze passt. An dieser Stelle nochmal ganz kurz innehalten und jetzt überlegt mal bitte, ob ihr zu den Schritten 1 bis 4, die wir gerade gemacht haben, noch irgendwelche Fragen habt. 1 war Nullstellenbestimmung, also die Funktion gleich 0 setzen. Das zweite war Umform von Normalform in Scheitelpunktform. Das dritte war Y-Achsenabschnitt und gleichen Punkt mit rausfinden und bei 4 Funktionswert. Habt ihr zu einem von diesen 4 Schritten jetzt noch eine Frage, die ich nochmal kurz erklären soll, bevor wir in das nächste Thema einsteigen? Ich warte so lange noch kurz, gebe euch mal eine halbe Minute, um eventuell Fragen zu stellen. Alex, dann probier mal zu erklären, was bei dem zweiten das Problem ist. Bitte, dann kann ich das vielleicht nochmal erklären. Okay, du hast vergessen, wie die Schritte insgesamt sind. Wir gucken uns das gleich nochmal an. Ich warte noch ganz kurz, ob noch andere Fragen kommen. Ansonsten kann ich ja schon mal nochmal nach oben gehen. Und ansonsten, ich zeige euch das nochmal ganz kurz, aber da würde ich euch dann nochmal bitten, für den Fall, dass ihr das nicht mehr richtig könnt, dann morgen nochmal aufzuschlagen, weil dann erkläre ich das morgen gerne nochmal im Einzelgespräch oder in kleinen Gruppen bei BigBlueButton, weil das schaffe ich jetzt heute zeitlich nicht mehr. Also die Idee war, dass wir von der Normalform, und die Normalform, die lautete ja immer ax² plus bx plus c, dass wir da auf die Scheitelpunktform kommen wollten. Und das haben wir gemacht, indem wir probiert haben, irgendwie herauszufinden, wie die binomische Formel von den ersten beiden Termen aussieht. Also das hier, das war unsere Grundlage. Und das haben wir gemacht, indem wir erstmal die minus 8 hier hinten genommen haben und so ein bisschen nach hinten geschoben haben, um dann
quadratisch zu ergänzen. Und dabei musste man sich mal überlegen, welche Zahlen mussten dazu geschrieben werden, damit vorne eine binomische Formel entsteht. Und das hat man mit Hilfe der quadratischen Ergänzung gemacht, indem man, wie man hier auch gut sehen kann, immer den Wert vor dem x, also die 2, durch 2 geteilt hat. Das heißt, wenn jetzt hier zum Beispiel eine 6 gestanden hätte, dann hätte hier plus 3 Quadrat minus 3 Quadrat stehen müssen. Hätte hier eine 10 gestanden, hättet ihr hier plus 5 Quadrat minus 5 Quadrat gehabt und so weiter. Und wichtig ist aber, dass man dieses Schema nur dann machen kann, wenn vor dem x Quadrat keine Zahl mehr steht. Das heißt, hätte hier zum Beispiel eine 2 oder eine 3 gestanden oder ein Minus, dann hätte man das Ganze erst ausklammern müssen. Das ist also ganz wichtig, dass man da drauf aufpasst. Ich hoffe, das hat jetzt erstmal in der Kürze geholfen, Alex und Nele. Ansonsten, wie gesagt, bin ich ja morgen nochmal in der Sprechstunde und dann kann ich euch das Ganze nochmal an Beispielen zeigen. Ja? Gibt es weitere Fragen, weitere Unklarheiten zu den Aufgaben? Eine halbe Minute warte ich noch, ob noch was kommt, ansonsten machen wir weiter. Ja, Simple Club geht natürlich genauso. Ansonsten, ich bin morgen eine Dreiviertelstunde da und langweile mich eh. Von daher komm einfach vorbei und schau dir das an. Ne? Und guck dir vielleicht auch nochmal deine alten Blätter an, dass ich da einfach dann nochmal, quasi da haben wir es ja schon mal gemacht und da haben wir es ja auch relativ eindeutig aufgeschrieben. Vielleicht kannst du dich da sogar wieder dann dran erinnern, wenn du nochmal in dein Heft damit reinschaust. Okay, gut, meine Lieben. Da jetzt erstmal nichts weiter kommt, würde ich sagen, machen wir einen Cut. Und gehen weiter in das Thema, was ich mit euch heute machen will, und zwar nochmal die Schnittpunktberechnung. Einige von euch können sich ja vielleicht daran erinnern, dass wir da auch ein Beispiel in der Klassenarbeit zu hatten. Und ich möchte mit euch heute nochmal und zwar anschauen, wie das Ganze funktioniert. Die Musik wird nicht nur leiser gemacht, die wird jetzt sogar ausgemacht, weil jetzt erkläre ich ja wieder etwas. Und zwar ist die Idee jetzt die Bestimmung von Schnittpunkten zwischen, und jetzt gibt es den ersten Fall, quadratischer und linearer Funktion. Und der zweite Fall ist zwei quadratischen Funktionen. Ja, das ist das, was wir uns heute angucken wollen. Und dann stelle ich dazu nachher noch Aufgaben online. So, in gewisser Weise habt ihr das ja schon gemacht, weil man kann das Ganze immer zeichnerisch lösen. Wir wollen das Ganze jetzt natürlich rechnerisch lösen, also die Bestimmung von Schnittpunkten rechnerisch. Ja, das ist unser Ziel. Und dabei will ich jetzt auch gucken, dass wir das Ganze hinbekommen. Und da wir ja jetzt schon eine knappe halbe Stunde im Stream sind, schauen wir mal, wie weit wir mit dem ersten kommen. Vielleicht ist der zweite dann noch was für die nächste Woche. Allerdings würde ich euch das gerne beides einmal zeigen, weil ich mit euch dann nächste Woche so eine Art Gesamtwiederholung nochmal machen möchte zu dem Thema. Müssen wir mal schauen, was da besser klappt. Also wir machen das Ganze quasi einmal mit quadratischer und linearer Funktion und einmal mit zwei quadratischen Funktionen. Also erstens, ich mache das wieder an einem Beispiel, weil das bietet sich hier einfach an. Ihr habt eine Funktion f von x. Und wir nehmen jetzt mal als Funktion x² plus 6x minus 8 und eure zweite Funktion g von x, die lautet 1/2x minus 1. So, das sind eure beiden Funktionen. Und wir wollen jetzt wissen, wo liegen eventuelle Schnittpunkte. So, das ist also unser Ziel. Wir wollen herausfinden, wo die Schnittpunkte liegen, wenn es denn welche gibt überhaupt. Es muss ja nicht immer welche geben, weil stellt euch vor, die Parabel ist hier oben und die Gerade verläuft hier unten, dann gibt es gar keine Schnittpunkte. So, wir wollen jetzt herausfinden, wo das Ganze der Fall ist. So, und dabei ist sozusagen die Strategie, was wir jetzt hier tun,
das Gleichsetzen von f von x, hoppala, und g von x und dann PQ-Formel. Also ihr seht schon, die PQ-Formel ist wirklich quasi eine Formel, die super simpel geht. Und zwar zeige ich euch mal, wie das Ganze funktioniert. Wir sagen also, f von x ist gleich g von x. Mal das ein bisschen weit weg. G von x. Ja, Alex, genau. PQ-Formel hast du schon völlig richtig vermutet. So, jetzt setzen wir das Ganze einfach einmal ein. Wir schreiben also unser x hin. X² plus 6x minus 8. Und jetzt kommt g von x dahinter, ist gleich 1/2 x minus 1. So. Und jetzt ist es eigentlich gar nicht weiter großartig dramatisch und schwierig. Was wir jetzt tun, ist nichts weiter, als wieder so zu sortieren, dass auf der rechten Seite eine 0 steht. Auch wieder wie oben bei der Aufgabe. Ja? Wir machen da nichts anderes. Das heißt, was tun wir als erstes? Wir rechnen erstmal plus 1. Schritt Nummer 1 ist x² plus 6x, dann haben wir hier minus 7 stehen, ist gleich 1/2 x. Und jetzt müssen wir im zweiten Schritt noch minus 1/2 x rechnen. So, denn wenn wir das gemacht haben, dann haben wir wieder auf der rechten Seite ist gleich 0 stehen und dann können wir auch wieder die PQ-Formel benutzen. Also, dann steht hier x² plus 5,5x, weil wir haben jetzt ja 1/2 abgezogen, minus 7 ist gleich 0. Ja, das ist alles. Also für die Schnittpunktberechnung von einer linearen Funktion und einer quadratischen Funktion habt ihr nichts weiter zu tun, als beide Funktionen hier gleichzusetzen. So, und damit ihr das vielleicht ein bisschen besser seht, machen wir mal was ganz Wildes hier. Also da, das ist das Wichtige. Ihr müsst das hier gleichsetzen, dann schreibt ihr das im nächsten Schritt hin und stellt das nach 0 um. Und jetzt spiele ich wieder zurück in die Ecke. Bup. So. Ja, also das ist hier euer Ziel. Mehr ist da gar nicht zu tun. Auch da wieder das Ziel, wir wollen die PQ-Formel benutzen. Mehr machen wir hier nicht. Gut, und die PQ-Formel, das kennt ihr schon. Das heißt, wir gucken jetzt wieder, unser P ist in dem Fall 5,5. Unser Q ist in dem Fall minus 7. Und ich würde jetzt sagen, damit das nicht so langweilig ist, sagt ihr mir bitte einfach jetzt im Chat nach ungefähr 5 Minuten oder was weiß ich, ich warte jetzt mal auf jeden Fall ein paar Minuten, bitte einmal, was jetzt hier als Lösungsmenge rauskommt, und zwar genau da. Ja, das ist das Ziel. Ja, und damit ihr das Ganze machen könnt, gibt es jetzt wieder ein bisschen Musik im Hintergrund und ich warte, und falls Fragen kommen, schreibt sie einfach in den Chat. Ansonsten rechnet jetzt kurz und dann vergleichen wir das Ganze gleich. Und ich mache den vielleicht noch ein bisschen leiser, so, damit das Ganze auch passt. Na, wie gesagt, rechnet das einmal ganz kurz aus. Ihr wisst ja, wie die PQ-Formel funktioniert. Ich warte noch so 2-3 Minuten und dann schreibt ihr die Lösung bitte einmal ganz kurz in den Chat.
Lösung verrate ich in so 2 Minuten. Ja? 2-3 Minuten. So lange warte ich hier noch und so lange könnt ihr noch kurz überlegen. Und wie gesagt, schreibt gerne mal eure Ergebnisse hier rein. Von der Lösung, die ihr da rausgefunden habt, damit ich das Ganze auch weiß. So, 1 Minute habt ihr noch. 1 Minute sind noch übrig. Und dann geht das Ganze aber sowas von los. So, letzten 30 Sekunden, letzten 30 Sekunden. So, und zwar sind die Lösungen Tatsache einmal minus 6,6 gerundet, also minus 6,57, wenn man das Ganze genau hat und dann halt eben entsprechend minus 1,1. Charlotte, du hast etwas stark gerundet, ansonsten sind die Zahlen aber nah genug dran. Ja, das heißt, wir können einmal einsetzen, minus 6,6 und minus 1,1. So, das sind jetzt eure beiden Schnittstellen. Ja, also das hier, machen wir vielleicht mal kurz daneben. Das hier sind die Schnittstellen. Und unser Ziel ist es jetzt ja hier, wir wollen Schnittpunkte herausfinden. Und für die Punkte, was braucht man immer noch, damit man einen Punkt aufschreiben kann? Kurze Antwort in den Chat. Und danach geht auch die Musik wieder aus. Also was fehlt noch, damit wir einen Punkt zusammenbekommen? Währenddessen gucke ich mal kurz, ob im Lernraum irgendwas an Chat-Nachrichten kam. Nein, das ist nicht der Fall. Also was braucht man, damit man sozusagen da auch noch einen Punkt hinschreiben kann? Genau, Chiara, ne? Wir brauchen noch die Y-Stelle. Das heißt, wir müssen noch überlegen, nicht in Orange, sondern das machen wir wieder in Schwarz. Wie lautet die dazugehörige Y-Stelle? So, ja, und das ist das, was wir jetzt hier noch herausfinden müssen. Und dabei reicht es jetzt ja, dass ihr sozusagen einmal die eine Gleichung und die andere Gleichung jeweils einsetzt und dann guckt, was da rauskommt. Aber es reicht, dass ihr sie entweder in F oder in G einsetzt. Und G ist natürlich hier für uns voll einfach. Das heißt, wir machen jetzt einfach G von minus 6,6 und wir machen G von minus 1,1. Ja, das heißt, man muss es nur in eine von den beiden Funktionen einsetzen, weil die ja genau gleich hoch sind an der Stelle. Das heißt, man muss es jetzt nicht auf beiden überprüfen. Das heißt, das hier ist 1/2 mal minus 6,6. Was war das hier oben bei G? Minus 1. Und bei dem zweiten ist es 1/2 mal minus 1,1. Minus 1. Moment, vielleicht habe ich auch einfach mich geirrt mit dem Minus. Sekunde. Ja, Chiara, du hast recht, es kommt plus 1,1 raus. Vielen Dank für die Korrektur. Also es kommt plus 1,1, ja? Sorry, für diejenigen, die das irgendwie nicht haben. Also es müsste plus 1,1 rauskommen. Ja, das heißt, die anderen, die das genannt haben, müssten das einmal ganz kurz korrigieren, dass sich das Minus und das Plus genau bei euch vertauscht hat.
Ich denke, da ist wahrscheinlich einfach immer wieder irgendein Minus, wahrscheinlich am Anfang der PQ-Formel, verloren gegangen. Ja, also, minus 6,6 und plus 1,1 kommt raus. So, wenn man das Ganze jetzt hier ausrechnet, dann haben wir hier insgesamt einmal minus 3,3, minus 1 sind minus 4,3 und hier haben wir 0,55 minus 1, also minus 0,45, wenn ich mich nicht ganz irre. Das könnt ihr aber gerne nochmal überprüfen. Das heißt also sozusagen die Schnittstelle 1, S1, ist jetzt dementsprechend minus 6,6 minus 4,3 und die Schnittstelle 2 ist minus, nicht minus, sondern ist 1,1 und minus 0,45. Das wären die Lösungen für diese Aufgabe. Gut, und jetzt gehe ich das Ganze nochmal von oben nach unten kurz durch und dann dürft ihr nochmal gerne dazu Fragen stellen, wenn euch dazu irgendwas unklar ist. Also, was haben wir gemacht? Wir haben insgesamt zwei Funktionen gehabt. Moment, jetzt tue ich mir meine Maus mal wieder dazu. So, und das waren unsere beiden Funktionen, die gegeben waren hier. So, und was wir gemacht haben, ist, wir haben die beiden Funktionen gleichgesetzt. Wir haben gesagt, f von x ist gleich g von x. Das macht man immer bei Schnittpunkten. Ja, das ist ganz wichtig. So, und dann haben wir das Ganze mit Hilfe der PQ-Formel ausgerechnet. Ich denke, das Problem ist, dass ihr bei der PQ-Formel das Minus vorne vergessen habt. Ihr habt ja x1, 2 ist gleich minus p halbe plus minus die Wurzel aus p halbe zum Quadrat minus q. Und ich denke, dadurch ist für euch dann das Ganze umgedreht gewesen. Vermute ich. Ja? Weil wenn man das vorne einsetzt, dann kommt der minus 5,5 durch 2. Auch ja, danke Charlotte für den Hinweis. Ich vergesse mal, dass es im Hintergrund noch läuft. Ja, danke, sorry, wir üben noch mit der Musik. Ihr seht, ich bin noch selber am Arbeiten. Vielen Dank. Genau, also das Ziel ist es sozusagen jetzt hier oben mit Hilfe der PQ-Formel, p war 5,5 und q war minus 7, das Ganze so herauszubekommen. Und dann kommen tatsächlich die Werte hier links raus. Ich habe gerade nochmal nachgerechnet. Das müsste jetzt auch stimmen. Also minus 6,6, Semikolon 1,1. Ja, ich vermute, wie gesagt, ganz stark, dass ihr hier das Minus vergessen habt. Daran wird es wahrscheinlich gelegen haben, weil hier hinten kommt natürlich was Positives raus, aber hier vorne stand halt noch was Negatives. Ja, dass das vielleicht der Punkt ist, der da problematisch war. So, und dann haben wir die beiden Werte rausgefunden und in eine der beiden Funktionen eingesetzt, um die y-Werte herauszubekommen. Ja, so, das sind die Schritte, die man hier macht. Ja, und das ist, glaube ich, alles, was man dazu auch großartig wissen muss. Und ich genau, ne, das ist der Punkt, man vergisst sehr gerne das Minus am Anfang bei der PQ-Formel. Da muss man immer noch ein bisschen drauf aufpassen. So, jetzt seid ihr dran kurz. Gibt es noch Fragen zu dem, wie das Ganze gerade funktioniert hat? Gleichsetzen, PQ-Formel, Y-Achsen stellen. Habt ihr dazu noch Fragen? Denn wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich euch das Ganze nochmal zeigen für zwei quadratische Funktionen. Ist auch nicht viel schwieriger, ist de facto eigentlich das Gleiche, um euch das Ganze dann üben zu lassen. Und ich werde euch auch dann im Laufe des Tages einen Arbeitsbogen hochladen, wo ihr dann seht, was zu tun ist. Ja, das ist so das Ziel. Warte auch noch mal ganz kurz, ob da jetzt noch ein paar Fragen kommen. Wir machen es mal andersrum. Wenn ihr sagt, ihr habt verstanden, wie das mit den Schnittpunkten funktioniert, einmal kurz einen Daumen hoch, damit ich mal eine Art Reaktion bekomme. Denn es ist sonst tatsächlich immer relativ schwierig für mich zu erkennen, ob ihr noch dabei seid oder ob ich euch völlig verloren habe oder wie auch immer. Ja, also deswegen seid einmal bitte so lieb. Wenn ihr wisst, das klappt jetzt und ihr habt es verstanden, dann gebt mir einmal einen Daumen nach oben. Ist für mich einfacher, damit ich weiß, ob ich mir Sorgen machen muss oder nicht. Macht er mir eine Freude mit, sagen wir es mal so. So, die ersten Daumen fliegen zaghaft herein, das ist sehr schön, da freue ich mich drüber, dass das Ganze auch soweit geklappt hat. Dann machen wir das jetzt mal folgendermaßen. Ich zeige euch das jetzt nochmal für zwei quadratische Funktionen.
Und wer dann noch Probleme hat, wie gesagt, morgen biete ich eine Sprechstunde an, kommt dann einfach kurz rein, dann erkläre ich euch das gerne nochmal in Ruhe. Ja, und ihr könnt ja auch das Video nochmal zurückspulen nachher, um das Ganze zu machen. Wofür man das Ganze benutzt, ist im Endeffekt, wenn man gucken möchte, wann sich zwei Funktionen miteinander schneiden. Ja, es gibt nachher auf dem Arbeitsbogen, werde ich gucken, dass man das auch nochmal zeichnen muss, dass man das auch nochmal sieht. Das würde ich mir jetzt gerade ganz gerne sparen. Aber das Ziel ist zu wissen, okay, wann haben wir einen Graph und noch einen Graphen und wo schneiden sich die beiden insgesamt. Ja, das ist das Ziel davon. Gut, der zweite Fall, da haben wir jetzt zwei quadratische Funktionen gegeben. Und zwar nehmen wir einmal, damit sie sich auch schneiden und das nicht doof ist, minus x Quadrat plus 2x minus 8. Und dann haben wir bei der anderen Funktion, damit das Ganze vielleicht noch ein bisschen spannender wird, 2x Quadrat. Ah ne, hier nehmen wir mal ein plus 8 bitte. Plus 2x plus 8. Und dann nehmen wir mal 2x Quadrat minus 4x minus 3. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Hoppala, meine Haare auch stehen zu Berge. So. Also das sind die beiden Funktionen, die wir haben. Auch hier wieder Schritt 1. Erstens gleichsetzen. Ja? Zweitens PQ-Formel. Drittens Y stellen. Das Schema ändert sich überhaupt nicht. Nur die Funktionen werden natürlich ein bisschen komplizierter beim Umstellen, weil man jetzt drei Sachen insgesamt umstellen muss. Aber auch hier, sozusagen, wir fangen an, wir sagen, okay, f von x ist gleich g von x. Damit fangen wir an. Und jetzt setzen wir die Funktionen ein, also minus x Quadrat plus 2x minus 8 soll das gleiche sein wie 2x Quadrat minus 4x minus 3. So, jetzt gehen wir das Schritt für Schritt durch. Das erste, was wir machen, ist, wir nehmen die plus 3, packen sie auf die andere Seite. Das heißt, wir haben dann minus x Quadrat plus 2x minus 5, ne, weil wir jetzt plus 3 gerechnet haben. Und auf der anderen Seite bleiben noch 2x Quadrat minus 4x übrig. Das war Schritt 1. Das zweite ist, wir packen das x rüber. Also wir rechnen plus 4x, haben dann minus x Quadrat plus 6x minus 5 ist gleich 2x Quadrat. Reihenfolge ist hier völlig egal. Ihr könnt auch alle drei gleichzeitig machen. Ihr könnt auch von vorne nach hinten arbeiten. Ist völlig Wurst. Ihr müsst einfach nur gucken. Oh, Charlotte, danke. Es ist hier plus 8 und dann muss natürlich hier hinten auch plus 11 stehen. Dankeschön für die Korrektur. So, plus 11. Das habe ich übersehen. Stimmt. Vielen Dank. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob meine großartige Idee hier überhaupt aufgeht. Wir werden es gleich sehen. Was wir jetzt nämlich machen, ist, wir nehmen noch minus 2x Quadrat. Okay? Das heißt, wir nehmen jetzt noch den letzten Schritt mit rüber und dann haben wir hier minus 3x Quadrat plus 6x plus 11 ist gleich 0. Und das hier ist natürlich jetzt wieder das Ziel, denn jetzt, oh wartet, ich wandere wieder kurz rüber. Das macht mir viel mehr Spaß, als es sollte. Denn jetzt steht hier, da steht jetzt nämlich eine 0. Und das ist ja immer das Ziel für die PQ-Formel. Ja, das wollen wir haben. Das müssen wir also erzeugen. So, und jetzt wisst ihr aber vielleicht auch noch, bei der PQ-Formel muss man ganz krass darauf aufpassen, dass hier vorne nichts steht. Und hier steht jetzt noch eine minus 3. Das heißt, was müssen wir jetzt noch tun, damit wir die PQ-Formel überhaupt benutzen dürfen? Das heißt, ich mache hier mal so ein ganz großes Achtung hin. Ja. Wir müssen die ganze Funktion erstmal noch durch minus 3 teilen. So. Denn vorher dürfen wir die PQ-Formel nicht benutzen. Das müsst ihr euch bitte wirklich, wirklich merken. Da macht man sehr, sehr gerne Fehler. Ja, also immer gucken, steht vor dem x Quadrat was, wenn da nichts steht, dann dürfen wir die PQ-Formel nutzen, sonst müssen wir erst dadurch teilen. So, machen wir das Ganze mal. Das sind jetzt natürlich in Teilen noch so ein paar Schwierigkeiten. Chiara, du hast völlig recht, sehr gut. Und zwar haben wir jetzt hier x Quadrat minus 2x und jetzt haben wir natürlich minus 11 Drittel hier irgendwie noch übrig. Das ist jetzt nicht mehr ganz so schön. Gut, ist jetzt wie es ist. So. Ja, das heißt, wir haben jetzt x Quadrat minus 2x minus 11 Drittel ist gleich 0. Und jetzt können wir die PQ-Formel benutzen, denn jetzt haben wir
einmal unser p, das ist minus 2, und unser q, das sind minus 11 Drittel. So. Das ist ja das Ziel, was wir haben. Das heißt, ihr seht, bei zwei quadratischen Funktionen machen wir eigentlich genau das Gleiche, nur wir machen es halt ein bisschen länger, weil wir müssen mehr umstellen insgesamt. Da kommt einfach ein Schritt dazu. Ja, und in dem Fall mussten wir auch noch durch die minus 3 teilen, damit das Ganze passt. So, ihr seht, p ist minus 2, q ist minus 11 Drittel. Also gehen wir in unsere pq-Formel rein. X, 1, 2 sind gleich minus, jetzt müsst ihr wieder bitte aufpassen, minus 2 halbe plus minus die Wurzel aus minus 2 halbe zum Quadrat plus 11 Drittel. Und dann ist unsere Lösungsmenge, das dürft ihr jetzt gerne nochmal ausrechnen, die besteht wieder aus zwei Zahlen. Da dürft ihr mir das gerne auf eine Stelle gerundet angeben und ich warte wieder kurz 3 bis 4 Minuten, damit ihr das ausrechnen könnt. Und dann fassen wir das Ganze nochmal zusammen und dann lade ich die Aufgaben nachher noch hoch für euch. Ja? Die ersten Lösungen sprudeln langsam ein. Ich warte mal noch wieder so eine gute Minute und dann sage ich euch die Lösungen sonst nochmal. So, Musik wieder aus. Also, ich habe einmal als erste Lösung herausgefunden, minus 1,2. Und als zweite Lösung habe ich herausbekommen, 3,2. Das sollten die Lösungen sein, die ihr hier herausfinden solltet. Ihr müsst wieder aufpassen, dass hier wieder minus minus steht. Ja, das ist einer der Fehler, die man hier sehr gerne macht. Das heißt, da kommt dann was Positives raus. Und dann habt ihr hier drin stehen noch 1 plus 11 Drittel, also insgesamt 14 Drittel. Und wenn ihr davon dann die Wurzel zieht, dann müssten minus 1,2 und 3,2 bei euch herauskommen. Ja? Sonst müsst ihr nochmal bitte gucken und das Ganze überprüfen. Aber wie gesagt, ihr habt ja auch das Video nachträglich noch im Lernraum. So, und jetzt haben wir noch die Y-Stellen, die hier fehlen. Man kann auch direkt 2 halbe machen. Ja, das geht. Das ist in Ordnung. Solange ihr keinen Fehler macht. Ja, also wenn dann natürlich in der Arbeit oder so ein Fehler kommen würde, dann wäre das doof. Deswegen würde ich immer den Zwischenschritt machen, aber man darf ihn auch weglassen. So, und was ihr jetzt auch macht, ist, ihr sucht euch auch wieder eine der beiden Funktionen aus. Das ist jetzt völlig egal. Und da setzen wir das Ganze wieder ein. Also wir machen jetzt quasi einmal f von minus 1,2 und f von 3,2. Und dann würden wir das Ganze ausrechnen. So, jetzt muss ich nochmal ganz kurz nach oben schmulen. Was unsere Funktionen hier sind. Jetzt steht hier Pool, das ist auch sehr schön.
Minus x² plus 2x plus 8, also minus, Klammer auf, minus 1,2 zum Quadrat plus 2 mal minus 1,2 plus 8. Und hier steht minus 3,2 Quadrat, hier kann man die Klammern auch weglassen. So, plus 2 mal 3,2 plus 8. So, und wenn man das Ganze jetzt ausrechnet, das könnt ihr parallel zu Hause gerne noch mitmachen. Ich mache das jetzt nur aus Zeitgründen einfach mal auch für euch. Dann haben wir 1,2 zum Quadrat sind 1,44. Das heißt, hier steht jetzt minus 1,44. Wichtig, ja, dieses Minus bleibt stehen. Das andere Minus fällt weg. Minus 2,4 plus 8. Das hier sind gleich insgesamt minus 1,44 minus 2,4 plus 8. Ich bin jetzt auch faul. Einmal 5,6. Und wenn wir das untere ausrechnen, haben wir auch wieder 3,2 Quadrat. Auch wieder wichtig. Das Minus ist nicht mitquadriert hier. Ja? Da müsst ihr wirklich aufpassen. Das bleibt quasi stehen. Das heißt, hier steht dann minus 10,24 plus 6,4 plus 8. Und wenn ihr das ausgerechnet habt, dann haben wir plus 6,4 und plus 8 insgesamt 4,16 und dementsprechend haben wir quasi unseren Schnittpunkt 1, der liegt bei minus 1,2 und 5,6 und unser Schnittpunkt 2, der liegt bei 3,2 voilà, und 4,16. So, das sollten die Lösungen sein für diese Aufgabe. Ja, also einmal minus 1,2 und 5,6 und einmal 3,2 und 4,16. So, falls ihr dazu jetzt noch Fragen habt zu dem, was wir gerade gemacht haben, schreibt sie gerne nochmal in den Chat. Das kann sein, wenn du das andersrum eingesetzt hast. Aber vielleicht habe auch ich mich verrechnet, aber ich habe eigentlich gerade nochmal das Ganze überprüft. Sollte hoffentlich stimmen. Allerdings hast du natürlich recht, dass auf einmal die Kommazahl da hinten so ein bisschen verschwunden ist. Moment, minus 1,44 minus 2,4 plus 8 sind 4,1. Moment, bin ich jetzt selber? Was habe ich denn gerechnet? Hier kommt auch 4,16 raus, kann das sein? Und kommt bei beiden das raus, ne? Minus 10,24 plus 6,4 plus 8. Kommt bei beiden das gleiche raus. Das heißt, sie sind sogar auf der gleichen Höhe. Das ist auch schön. Gut, dann danke für den Hinweis. Habe ich mich mal wieder verrechnet. Genau, und das waren zwei quadratische Funktionen. Richtig. Funktioniert vom Schnitt her genau gleich. Und ihr könntet das Ganze jetzt auch zeichnen. Und dann hättet ihr halt zwei Parabeln. Und beim ersten Beispiel hättet ihr eine Parabel und eine Gerade. Das soll aber Aufgabe für nachher und morgen sein. So, der Stream läuft nämlich schon ziemlich lang und ich will euch jetzt auch nicht unnötig hier noch aufhalten, auch wenn wir heute 90 Minuten hätten, muss man es ja nicht komplett ausreizen. So, also, wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt sie gerne noch. Ansonsten machen wir heute mal ein Prinzip, was ich gerne mit euch ausprobieren würde. Ich hoffe, ihr habt alle Zugang zum Lernraum. Denn ich werde jetzt hier den Stream beenden bei YouTube und zu Big Blue Button rüberwandern. Das heißt, ich gehe jetzt direkt, wenn der Stream fertig ist, in meinen Big Blue Button Server. Den Link, den findet ihr bei euch schon bereit. Ich zeige euch das einmal ganz kurz, damit ihr das auch seht. Wir nehmen das Ganze mal raus. Also ihr seht jetzt hier, das ist euer Lernraum und ihr findet hier im Lernraum schon den Link zu Big Blue Button. Wenn ihr darauf drückt, dann kommt ihr quasi direkt dorthin. Und da bin ich jetzt gleich. Ja? Und dort mache ich einmal die Überprüfung der Anwesenheit. Das heißt, wer heute da war, der kommt jetzt bitte nochmal schnell darüber. Dann kann ich die Anwesenheit nämlich überprüfen. Und dann lade ich die Aufgaben innerhalb der nächsten Stunde hoch. Ich habe so einen Arbeitsbogen, das kann ich euch jetzt gerade gar nicht so richtig zeigen, weil der noch auf meinem anderen PC ist. Aber ihr findet innerhalb der nächsten Stunde dann die Aufgaben hier im Lernraum. Okay? Das heißt, ihr kommt bitte einmal jetzt rüber zu Big Blue Button. Und ansonsten danke ich euch erstmal fürs Zuhören und freue mich, dass ihr mitgemacht habt.
und dass ihr hoffentlich auch was verstanden habt. Wann wir uns morgen treffen, das ist wieder die gleiche Zeit wie letzte Mal, also 9.50 Uhr bis 10.35 Uhr bin ich wieder online im im BigBlueButton zu finden. Aber jetzt sehen wir uns erstmal da drüben bei BigBlueButton und kommt einfach kurz rüber, damit ich einmal die Anwesenheit von euch habe. Gut, bis gleich. Macht's gut und vielen Dank, dass ihr heute mitgemacht habt und geholfen habt. So, wir wandern jetzt rüber und ich sehe euch gleich bei BigBlueButton.